So, ja, hallo, liebe Freunde des tollen Kaffees. Jetzt habe ich mein Wohnmobil-Setup ein bisschen in Benutzung gehabt und schnell gemerkt, dass man da doch leicht an seine Grenzen stößt. Und daher habe ich mich jetzt entschieden, nochmal ein paar Upgrades zu machen. Man sieht schon, zum einen habe ich mir die Mühle geholt. Das ist nun leider doch das teuerste Element an meinem Setup. Hier habe ich hier so einen Becher zum drunterstellen, meinen Tumbler. Das ist jetzt ein anderer Tumbler, den habe ich zufällig noch gefunden von einer älteren Maschine. Und ja, das war ja schon dabei. Das ist die Tumbler-Unterlage. Die hatte ich schon mal gezeigt. Meine Waage ist noch da. Brauche ich natürlich dann schon zum Mehl mahlen. Und heute möchte ich ganz gern dieses Teil in die DeLonghi einbauen. Dieser Milchaufschäumer, weil der ist nun wirklich nicht die Schönheit schlechthin. Und ja, alles Plastik und ja auch nicht so wirklich hier hygienisch ist das irgendwie alles nicht so mit diesem Plastikzeugs da. Und da habe ich mir jetzt dieses Teil geholt. Und das werde ich mir jetzt einbauen, damit ich noch eine schöne Dampfwanze habe. Da ist hier ein Einloch und noch eine Dreilochdüse noch dazu. Ja, was habe ich mir noch geholt? Dann habe ich mir noch hier so einen Einfüllstutzen geholt, weil das ist natürlich dann mit so einem Becher auch immer so eine Sache hin da hier oben. Aber das klappt jetzt ganz gut, glaube ich. Ja, und dann würde ich sagen, ich baue das mal ein und dann probieren wir das mal aus. Ich habe noch zusätzlich, ich war mir erst nicht so sicher, ich hatte ja dieses Teil hier gekürzt innen drin, aber das ist trotzdem so ein bisschen mit den Rand und so. Es funktioniert. Problem bei der Extraktion ist, es läuft ja erst hier rein und dann raus. Und dann weiß ich nie so genau, wann ich eigentlich mit der Extraktion aufhören muss. Und da habe ich jetzt mir noch ein bodenloses Sieb geholt. Oder man könnte das auch abschneiden. Ich habe es jetzt mal gelassen, da ich mir noch nicht sicher bin, wie ich es am Ende benutzen werde. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich das umgebaut habe. Mein bodenloser Siebträger da ist, der ist noch unterwegs. Und dann schauen wir uns an, wie sich das Ganze jetzt verändert hat. So, ihr Lieben, zurück in unserer Küche habe ich das Set, so wie wir es nun im Wohnmobil nutzen möchten, noch einmal aufgebaut. Und hier ist jetzt unser bodenloser Siebträger noch gekommen. Es war sogar schon ein Sieb dazu. Hier ist unsere verbaute Dampfwanze. Das werden wir jetzt alles testen. Und ja, ich würde sagen, habe ich mir jetzt überlegt, wir machen jetzt einfach ein leckeres Espresso-Milchgetränk. Ich nenne es nicht Latte Macchiato, weil ich das wirklich nicht so gut kann, dass dann nur unten der Kaffee ist und oben die Milch. Aber so in etwa könnte das ja funktionieren. Deshalb fangen wir an. Mit unserer Waage nehmen wir circa 18 Gramm für unser 18 Gramm Sieb. Das sind ganz genau 18 Gramm. Und dann nehmen wir unsere schönen Aufsatz hier. Zu viel Glück muss man erstmal haben. Genau 18 Gramm. Ich habe es immer getestet, das habe ich noch nicht einmal hinbekommen, dass es genau bei 18 Gramm hält. Gut, aber perfekt. Gut, sehr gut. Ich korrigiere das im Übrigen dann immer mit so einem kleinen Löffel, nehme ich mir dann was weg, wenn zu viel ist. Ich mache es immer sehr, sehr genau. Einfach um, wenn ich mal einen Geschmack getroffen habe, damit ich es einfach reproduzieren kann. Ganz einfach. Ich weiß, es gibt viele, die machen das nach Gefühl. Jeder, wie er es halt gut kann. Steht aber ein Stückchen zu weit vor. So. Dann ziehen wir das ab. Dann kann man dieses Teil super gut rumdrehen. Hätte man auch drauf klopfen können eigentlich.
So. Und können das zum Tampern nutzen. Seine Doppelfunktion, Tamperablage und zum Tampern. So. Wieder rumdrehen, Tamper wieder abstellen. Jetzt habe ich mir das so überlegt, weil leider ist es so, dass das kleine Glas bei mir immer ein bisschen auf dieser Lattenoberfläche herumrutscht. Ich lege mir so einen kleinen, klitzekleinen Gummi drunter. Und dann bleibt das Glas auch fest stehen da auf der Waage. So, jetzt spannen wir einfach ein. So. Also ein bisschen schwierig von der Seite, aber das geht schon. So. Gut, dann Waage an. Und wir brauchen ungefähr 45 Gramm bräuchten wir eigentlich genau. Schauen wir mal. Perfekt. 45, na gut, okay, wir sind auf 46 gekommen. Leider zeitlich noch, also man müsste es noch ein bisschen gröber malen. Ich glaube, ich bin über 30 Sekunden gekommen. Zum Glück ist das hier ein vom Dinsler, Lassi oder so heißt der. Der verzeiht schon ziemlich viel, ja. Also den kann man wirklich auch ein bisschen länger laufen lassen, ohne dass der jetzt zu bitter wird. Ja, dann nehmen wir hier unser Milchgetränk und nutzen die Dampfpflanze. Erst einschalten. Ich habe im Übrigen die Maschine auf ganz heiß gestellt. So, und jetzt schauen wir mal, dass wir hier so ein... Ja, nein, ich krieg das immer nicht hin. Naja, ich hab's versucht, aber ich krieg das immer nicht hin. So. Aber im Endeffekt würde ich das jetzt auch nicht mit so einem Teil machen, sondern ich hätte es jetzt eigentlich, wenn, dann in dem Kännchen gemacht. Aber ich wollte es auch zeigen, dass es auch wirklich stimmt und wie es ausschaut vom Ganzen her. Also es ist richtig schön, da ist so ein richtig schöner Schaum drin. Und dann hat man sich auf alle Fälle im Wohnmobil ein richtig schönes, leckeres Milch-Espresso-Getränk hergestellt. Jetzt gucken wir mal, ob das schmeckt. Ja, gut. Ja, das schmeckt richtig lecker. Also das kann man... Ha, wirklich lecker. So könnte das zum Beispiel ausschauen, ja, also. Muss ich mal ganz kurz da abwischen, sonst läuft mir der Kaffee in die Waage. So könnte das zumindest ausschauen in einem Wohnmobil mit wenig, wo man halt einfach wenig Platz hat und wo man trotzdem sein richtig, richtig leckeres Kaffee-Milch oder Espresso-Milchgetränk bekommt. Oder eben einfach nur den Espresso, den hätte man jetzt einfach so trinken können. Ja. Meine Frau, was machst du für meine Frau? Gerade weil sie halt
lieber Espresso trinkt. Und da ist es wirklich, Kaffee verzeiht ja vieles, kann man auch noch mit einem V60-Filter machen, aber ein Espresso, der richtig lecker schmeckt, da brauchen wir einfach eine Maschine für. Das, ich weiß, es gibt noch diese Geräte, die man auf dem Herd stellen kann. Habe ich mal probiert, aber ist vielleicht nicht so mein Ding oder ich kann das nicht so richtig gut. Ja. Mit der kann ich das sehr gut. Es schmeckt jetzt sehr, 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 sehr lecker. Ich hoffe, ich habe euch damit eine Möglichkeit oder eine Idee gegeben, wie sowas ausschauen kann und was man eben halt noch dran ändern könnte, um es einfach besser zu machen. Ja. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns vielleicht in einem Wandervideo oder im nächsten Unboxing oder Bastelvideo, wo wir wieder etwas zeigen, was man machen kann. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst.